Und damit recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Valhalla. So, heute geht's nach Englerland. Der Weg nach Englerland. Ich bin echt gespannt, was uns denn in dem neuen Gebiet erwartet. Weil ich wollte eigentlich in der letzten Folge noch... Ich kann es euch mal zeigen. Hier oben weitermachen. Ich konnte auch hier den Punkt noch freischalten, aber sobald ich dann hier auf das Rätsel gehen will, ist halt hier so eine komische Mauer und das Gebiet ist halt noch nicht freigeschalten. Ist mir auch ganz recht. Das ist eh empfohlene Stärke 280, also ich glaube, ich wäre hier eh nicht so weit gekommen. Und ja, jetzt würde ich sagen, machen wir dann halt einfach hier unten weiter und fahren nach Englerland. Genau, ich mache mal das Bildmachgerät an, Leute. So. Ich spreche mit Sigurd. Bist du bereit, Segel zu setzen, Eivor? Zeit aufzubrechen. Ja, stechen wir in See und reisen unbehelligt ab, solange wir die Gelegenheit haben. Sie ist vorüber. Siehst du? Das Schicksal reist schneller als wir. Was ist jetzt los? Haralds Banner. Sigurd, was ist das für eine Versammlung? Was hast du vor? Einen Abgang, Vater. So würdevoll es nur geht. Wenn ich nicht König in meinem Geburtsland sein kann, beginne ich eine neue Saga in Englerland. Unfug. Dein Platz ist hier, mein Sohn, an meiner Seite. Es wird bald neue Siege geben und neuen Ruhm. Meine Entscheidung steht, Vater. Du stimmst mich nicht um. Hier gibt es nichts mehr für mich. Ich muss mir einen Namen in der Welt machen. Und ihr habt Thornbergs Vorräte geplündert, wie ich sehe. Ihr lasst nichts zurück außer eurer Ehre. Du liest mir keine Wahl. Als ich zum Ting kam, war ich ein Prinz. Und als ich ging, nur der Sohn eines Jarls. Man hat immer eine Wahl, Sigurd. Ich stelle mich nicht zwischen dich und die Deinen, aber ich gebe dir nicht meinen Segen. Vor 17 Wintern öffnete ich dir mein Haus, Eivor. Und nun ist dein einziger Dank, mich auszurauben. Ich hätte dich den Wölfen überlassen sollen. Trauriger alter Elch. Nimm diese Worte nicht mit nach Englerland. Er hat diesen Tag selbst verschuldet. Ich weiß. Rohmaterial 20, Vorräte 600. Begib dich an Bord von Sigurds Langschiff. Muss ich hier noch rudern, oder was? Jetzt legt eure ganze Kraft in die Schläge! Teil dir die Kraft gut ein, Dark. Wir müssen einen Ozean überqueren. Schon klar, du fauler Arschling. Arschling? Sigurd, wie lautet der Kurs? Die Söhne Ragnars haben eine Siedlung an der Küste errichtet. Dort landen wir an. Ich singe ein Lied, um unseren Huger zu stärken. Ja, weg die Götter! Auf das Tor uns einen mächtigen Frucht schickt, um uns anzutreiben! Ein Ozean liegt vor uns, Eivor. Und auf der anderen Seite erwartet uns ein neues Königreich. Kennst du Englerland schon von deinen Reisen? Ich war einen Sommer in ihrem Königreich Mercia. Das Wetter ist mild, das Land wild und üppig. Mittlerweile werden Ragnars Söhne es ganz erobert haben. Werden wir uns ihrem Heer anschließen? Sie schließen sich uns an. Bald wird ganz Englerland den Rabenclan kennen und den Ruhm, den wir in diesem zerrissenen Land brachten. Also nach Englerland! Für Rom! Nach Englerland! Nach Englerland! Nach Englerland! Oder Valhall! Okay, Assassin's Creed Valhall. Jetzt geht's erst richtig los, Leute.
Das andere war nur der Prolog. Okay, wir sind wieder aus dem Animus draußen. Das ist das, was mir in Assassin's Creed schon nicht mehr so gefällt, muss ich sagen. Mit dem Animus-Zeug. Klar, ich weiß, das ist halt der grundlegende Baustein von der Reihe, aber ich weiß auch nicht. Ist das nicht der Speer aus Odyssee? In einer Vorlesung an der University of Cambridge sagte Dr. Zierke den besorgten Zuhörern, dass die Wissenschaft ihnen nur wenige Antworten geben könne. Seit dem koronalen Massenauswurf im Jahr 2012 hat sich das Erdmagnetfeld um den Faktor 50.000 verstärkt. Das führte zu gewaltigen Störungen der Funk- und Satellitenkommunikation, gefährlichen Strahlungsbändern an den Polen und, wie wir alle beim Blick aus dem Fenster sehen, eine Aurora Borealis, die nie verblasst. Leider haben wir keine Erklärung dafür, wieso das passiert. Und wenn wir nicht bald eine Antwort finden, könnte das unser Leben, unsere Kommunikation, sogar unsere Evolution für immer verändern. Dr. Zierke sagte weiter das. Ich habe Elektrolyte für dich. Oho, mit verbesserter Zitrusrezeptur. Danke, Sean. Wie bringen wir das in Ordnung? Kannst du der Schlüssel zu allem sein? Du bist weit weg von zu Hause, Eivor. Oh, ich mag das nicht lesen. Ich mag jetzt einfach weiter zocken, Mage. Sind wir vielleicht hier in dem Vornberg, also in der heutigen Zeit? Nicht wirklich Teebex. Das ist nur ein Aufguss. Quasi schmutziges Minzwasser. Egal wie du es nennst, Sean. Hast du welchen gekauft? Selbstverständlich. Hey, tut mir leid, dass ich dich rausholen musste. Der Generator hat gestottert. Ich brauche sowieso frische Luft. Wie war der Datenstrom im Animus? Alles in Ordnung? Nach einer Weile war er stabil. Gut. Gib mir einen Moment, dann kannst du wieder rein. Ja, hoffentlich. Es ist noch ein Satellit abgestürzt. Hast du es gesehen? Hab ich. Das war einer von Abstergo. Gut. Naja, ein Großteil von Nordamerika hat kein GPS-Signal mehr. Also es hängt davon ab, was man eben gut findet. Ja. Selbst wenn wir gewinnen, verlieren wir. Okay, wir sind soweit. Wenn du bereit bist, kannst du wieder rein. Ja, auf jeden Fall.
Okay, es geht weiter. Mit dem Langschiff dauert es etwa eine Woche von Norwegen nach England. Ich spule vor. Leila, alles okay? Kannst du die Nachricht nochmal abspielen? Wir haben eine Abschrift, falls du was Bestimmtes suchst. Nein, ich will sie hören. Okay. Ich will vor dir nichts verbergen, es ist nur... Diese Nachricht führte uns zu diesem Ort. Zu einem Norwegergrab in Nordamerika. Und die Knochen da draußen sind unsere einzige Spur und unsere einzige Chance, den Planeten zu retten, bevor es zu spät ist. Hier ist sie. Ich lebte. Ich starb. Und nun schlafe ich. Und im Schlaf träume ich. Und im Traum sehe ich ein Ende des Untergangs, welcher der Erde ein weiteres Mal droht. Finde das Wolfsmal. Finde den Wütenden. Finde mich und rette uns alle vor einem weiteren Tod. Ziemlich verstörend. Die Impulse in der Nachricht. Bist du sicher, dass es nur Koordinaten sind, sonst nichts? Ich konnte nichts finden. Okay, ich bin bereit. Dann los. Engerland, 873. Da ist es. Englerland. Unser neues Zuhause. Nichts im Vergleich zu Norwegen. Aber wir werden es uns schon bald zu eigen machen. Ich bin froh, überhaupt Land zu sehen. Und noch glücklicher wäre ich über festen Boden unter den Füßen. Wir sollten nichts überstürzen. Dieses Gebiet gehört den Sachsen. Das Königreich Mercia ist größtenteils unbefriedet. Sie werden uns aus jedem Geäst beobachten und Fallen aufstellen. Wir müssen wachsam sein. Randvi, die Ruder rein! Anhalten! Hast du etwas entdeckt? Noch nicht, aber wir fahren voraus und kümmern uns um mögliche Gefahren. Folgt uns, wenn die Sonne den Horizont berührt. Verstanden. Möge Thor euch auf eurem Weg begleiten. Wir sehen uns bald wieder. Weiter! Ja! Der Schwanenweg nach Hause. Ich bin bereit. Sigurd, wissen die Söhne Ragnars, dass wir auf der reiche Halfdan-Siedlung? Nein, doch unser Besuch wird sie kaum verärgern. Von den vier Königreichen Englerlands haben sich die Söhne Ragnars nur in einem niedergelassen. Der Rest steht uns frei. Werden wir ihr Heer unterstützen? Nein. Wir sprechen mit ihnen, um mehr über das Land zu erfahren. Dann teilen wir es in so viele Teile wie notwendig. Seht mal da! Soll das etwa eine Stadt sein? Nackte Ziegel und eine einzige Rune für ihren Gott! Diese Rune ist ein Kreuz, Dag. Das Kreuz, an dem ihr Gott geopfert wurde. Es krönt ihr Kloster als Zeichen der Verehrung. Dieses Kreuz hat ihn getötet und jetzt beten sie es an? Sonderbar. Wir schnitzen Figuren unserer Götter und tragen ihnen unsere Wünsche vor. Wie unsere Opfer in Odin, den Einäugigen. Aber wir verehren nicht den Wolf, der ihn tötet. Das ist der Unterschied. Für wie seltsam wir die Sachsen auch halten mögen, sicher denken sie dasselbe von uns. Der Hammer! Das ist ein würdiges Zeichen für einen Gott. Ein Blitz würde dieses Kreuz vom Dach holen. Seht mal, was geht da vor sich? Rituelles Ertränken. Eine Taufe, Dag. Sind dir die Bräuche der Christen wirklich nicht bekannt? Gar nicht. Ich habe es nur vergessen. Und einer muss schließlich das Gespräch in Gang halten. Dort gibt es sicher nur Priester und Gläubige. Wir könnten den Hafen mit Leichtigkeit stürmen und die Reichtümer plündern.
Gibt es denn dort etwas, das Reichtümern gleichkäme? Natürlich! Sie formen kostbares Metall und schleifen Juwelen für ihre Heiligen. Da gibt es viele Schätze. Später, Doug. Dafür wird Zeit sein, wenn wir unser Lager aufgeschlagen haben. Schauen wir mal, wo wir jetzt rauskommen. Der Weg wird durch eine Kette versperrt, die sie über den Fluss gespannt haben. Sie muss verschwinden. Eine Kette? Können wir sie zerschlagen? Sie ist zu dick für unsere Äxte. Aber vielleicht können wir sie von dem Lager auslösen. Ich mach das. Ich werde direkt hinter dir sein. Nein, Doug, du bleibst hier. Sollte es Ärger geben, will ich, dass du das Schiff verteidigst. Eine gute Idee. Den Pfeil verschießen, aber die Äxte bereithalten, nicht wahr? Sowas in der Art. Mein Tor, was ist in dich gefahren? Okay. Entferne die Seekette. Ah, Raubzug, nicht synchronisiert. Okay. Englands Hafen. Was haben wir hier für eine Stufe? Stärke 20, okay. Sind eh schon 27. Hier sollte ich vorsichtig sein. Okay, sind denn noch welche? Schauen wir in die Zelte noch rein, vielleicht können wir noch irgendwas plündern. Ah, hier gibt's noch was. Die Kette ist riesig und schlecht verankert. Vielleicht kann ich sie losschießen. Erledigt. Der Weg ist frei. Die Kette ist weg. Eivor, zurück zum Schiff. Wir sind fast da. Kommen wir gleich, ich muss schon schauen. Titan.
Titanen, okay. Dreckiges Wasser. Okay. Kein Problem. Gute Arbeit, Elfer. Sigurd, lass uns zurückfahren. Verpassen wir den Hunden eine Abreibung und rauben wir ihre Schätze. Das wird ein Kinderspiel. Nicht heute, Doug. Wir fahren weiter, bis wir unser Ziel erreichen. Wir können uns keine Überraschungen mehr leisten. Bleibt wachsam. Es sollte nicht mehr weit sein. Götter, hab ich Hunger. Ich hoffe, sie halten Essen und Ale bereit, wenn wir ankommen. Du hättest jemanden vorausschicken sollen, Sigurd, damit sie anfangen zu kochen. Wenn es half, dann Uba und Iva, den Söhnen Ragnars in Englerland an Essen mangelt, werden wir alle hungern. Sei unbesorgt. Ach, ich sehe es vor mir. Ein Spanferkel saftig und zart. Und Ale so golden wie die Schätze, die wir da hinten zurückgelassen haben. Du bist ein Mann einfacher Freuden, was da? Und er kann sich glücklich schätzen. Ich für meinen Teil will in die Fußstapfen der Riesen treten, die dieses Land geformt haben. Welche Riesen? Die großen Römer und ihr Reich. Riesen einer vergessenen Zeit. Sie herrschten hier vor einer Ewigkeit und ihre Ruinen säumen noch heute die Landschaft. Jeder Ziegel, jeder Stein erzählt von Eroberung und Ruhm. Und jetzt liegen sie in Trümmern. Bereit, erneuert zu werden. Wir bauen ihr Reich Stein für Stein wieder auf. Unseres wird nicht zu Staub zerfallen. Alles endet einmal, Dark. Ruinen sind keine Warnung. Sie sind ein Zeugnis. Seht, gleich da vorn. Dort liegt das Lager der Söhne Ragnars. Endlich! Fester Boden unter den Füßen. Sigurd, warte. Irgendwas stimmt hier nicht. Gut beobachtet. Für ein Heer herrscht zu wenig Bewegung. Nur Zelte und wenige Männer. Nicht das Heer, das wir uns erhofft haben? Nein. Sehen wir uns das näher an. Okay. Granter bis Kriegsier. Das sind keine Nordmänner. Sie sind zerlumpt und schmutzig. Wir sollten zu Fuß weiter, damit sie die Boote nicht entdecken. Dark und ich gehen gemeinsam. Wir gehen alle. Wenn es Freunde sind, will ich sie als Jarl treffen. Wenn es Feinde sind, bekämpfen wir sie gemeinsam. Wer sind diese Männer? Sie haben einen seltsamen Akzent. Englisch, ohne Zweifel. Dark, Eivor, zu mir! Okay. Wen haben wir denn hier? Eine Bande schmutziger Dänen, die unsere Flüsse besudelt? Du da, sag uns deinen Namen. Ich bin Sigurd, Jarl von Thornberg. Und ihr seid... Männer, die denen nicht wohlgesonnen sind, die in unser Lager einfallen. Ihr verschwindet besser, Heiden, und erspart euch das Gemetzel. Ihr fordert Nordleute mit dem Schwert heraus und erwartet, dass sie fliehen? Ich habe 8 Tage auf See verbracht. Meine Axt dürstet nach Blut. Ersparen wir uns das Gerede. Zieh deine Waffe, du Wurm! Oh! Erledigen wir sie! Haltet die heidnischen Hunde! Hier aufräumen ein bisschen hier.
Ich lass dich! Sind jetzt down. Seht euch um, ihr alle. Ich will keine weiteren Überraschungen. Gut, ich überprüfe das Langhaus. Kundige Gegend. Räuber könnten sich in den Überresten des Langhauses verstecken. Schauen uns erstmal hier das Zelt an. Lausiges Essen für lausige Kämpfer. Oh, das scheint eine Karte zu sein von dem Gebiet. Das sieht fast aus wie jetzt in im ersten Gebiet. Das hätten sie mal anders machen können. Eivor, seht ihr das? Halt! Wer bist du? Was in dieser Räuberbande? Sigurd! Dag! Hierher! Die Alliierten gefangen! Ich muss alles kaputt machen hier. Schauen, was die zu sagen haben. Bindet uns los! Lasst uns gehen und wir tun euch nichts! Mutige Worte für eine Gefesselte. Du gefällst mir. Wir sind umgängliche Leute, versprochen. Ihr müsst uns nicht töten. Ruhig, Freund. Wir haben nicht vor, euch etwas zu tun. Wie heißt ihr? Ich bin Yan Li, eine Händlerin. Keine Banditin wie die anderen. Das ist Ruadan. Ruadan, richtig. Ich bin Stallbursche, mehr nicht. Ich habe die Pferde versorgt, bis diese Rohlinge sie verkauft haben. Uns wollten sie auch verkaufen. Als Sklaven an den Nächstbesten. Eher hätte ich ihnen die Augen rausgerissen. Wie genau seid ihr hier gelandet? Wir wollten auf Jarl Halfdans Wunsch mit den Söhnen Ragnars handeln. Aber sie waren weg, als wir ankamen. Mach sie los. Die Söhne Ragnars? So ist es. Ich habe ihnen viele Pferde verkauft. Gute Männer. Sie haben immer angemessen gezahlt. Dem Lager nach zu urteilen, sind sie schon länger weg. Wo geht ihr jetzt hin? Was werdet ihr tun? Ich baue meinen Stall auf. Fange neu an. Ich habe Freunde und Verbündete, die mir helfen. Aber leicht wird es nicht. Jeder Ort braucht einen Stall, um die Pferde gesund und gepflegt zu halten. Ich werde schon Fuß fassen. Irgendwo. Bleibt doch bei uns. Was denkt ihr? Wir könnten die beiden in unserer neuen Siedlung gebrauchen. Wir hätten Zugang zum Handel und jemanden, der die Pferde im Blick hat. Daran dachte ich auch. Freunde der Söhne Ragnar sind auch meine Freunde. Oder, Dag? Was immer du für das Richtige hältst. Yan Li, Ruadan, ich bin Sigurd, Jarl von Thornberg, Sohn von Styrbjörn. Das sind Eivor und Dag. Es steht euch frei zu gehen, aber ihr werdet mehr als willkommen zu bleiben und uns zu unterstützen. Sehr gern. Und sei es nur, um wieder auf die Beine zu kommen. Dann ist es beschlossen. Der Rabenclan heißt euch willkommen. Okay, haben wir schon. Haben wir schon jemand? Von Fremden zu Freunden zu Familie. Die anderen sind da. Kommt! Ich habe hier ein gutes Gefühl.
Werte Familie, Freunde, willkommen in eurem neuen Heim. Gute Arbeit. Dieses Langhaus kann es mit jedem in der Heimat aufnehmen. Komm, Randvi hat etwas gefunden, das du sehen musst. Eivor, Sigurd, das ist Englerland mit seinen 4 Königreichen. Mercia, East Engler, Nordhümbre und Westsaxe. Von den wenigen Plänen und Karten hier schließe ich, dass die Söhne Ragnars weiter nach Mercia vorgedrungen sind. Hier. Meine Späher werden bald Gewissheit bringen. Und wo sind wir? Hier, in diesem namenlosen Wäldchen. Namenlos. Daran müssen wir etwas ändern. Wie nennen wir diesen Ort? Ich habe einen Vorschlag. Hrefnatorp. Das Dorf der Raben. Gefällt mir. Deine innere Poetin hat gesprochen. Eines Tages kennt ganz Englerland diesen Namen. Ein Name ist nur der Anfang. Wenn wir ruhen wollen, müssen wir bauen. Erweitern. Ich stimme zu. Wir sollten mit einer Schmiede beginnen. Kannst du Gunnar dabei helfen? Wir brauchen Waren. Vorräte. Die werden unsere Nachbarn liefern, ob sie wollen oder nicht. Wir sind gerade erst angekommen und schon ein Raubzug? Wir können diese Lande nicht erobern, indem wir bitten. Ich werde sofort mit Gunnar sprechen. Sehr gute Arbeit. Was hast du noch gefunden? Größtenteils Notizen. Atlas. Ah, Nordwege. Cool. Wir könnten also praktisch zurück. Das ist sehr schön. Okay. Alte Briefe, Nachrichten auf Runensteinen. Es hat eine Weile gedauert. Ach, geil. Sesshaft werden, neue Quest. Sprich mit Gunnar, werden wahrscheinlich die Spiele aufbauen müssen. Schlechter Ort, Eivor. Wirklich nicht. Sprich mal. Kann ich dir bei etwas helfen? Ja. Sigurd will, dass deine Schmiede so schnell wie möglich einsatzbereit ist. Dafür brauchen wir Vorräte und Reichtümer. Ah, du willst auf Raubzug gehen. Gut, gut. Wie ich diese Tage vermisse. Das Plündern und Rauben, den Klang der Schwerter, das Splittern der Schilde. Ich würde dich bitten, uns zu begleiten, aber du bist der einzige Schmied und zu wichtig für uns. Oh, keine Sorge. Ich schmiede Äxte besser, als ich sie schwinge. Mein Platz ist hier, nicht an Bord eines Wasserpferds. Da fällt mir ein, ich habe in den Sachen der Räuber eine Karte gefunden. Darauf wurden Mönchshütten der Sachsen verzeichnet. Mönchshütten der Sachsen? Räuber wissen so gut wie wir, dass Klöster voller Reichtümer und Beute sind. Nimm die Karte mit und nutze sie besser, als die sie genutzt haben.
Okay. Übernimm die Führung des Langschiffs. Höre mal, Brioteiger. Klosterraubzüge. Plündere schwer bewachte Orte, um an Truhen zu gelangen, die Vorräte und Rohmaterialien beinhalten. Beides wird benötigt, um Gebäude in der Siedlung zu errichten. Der Raubzug gilt abgeschlossen, sobald alle Schatztruhen in der Nähe geplündert wurden. Jetzt die Ohren und hört zu. Zum Wohle unseres Clans sollten wir auf einen Raubzug gehen. Heute rauben wir, morgen bauen wir. Na endlich! Wir werden ihre christlichen Klöster ausnehmen! In diesem Gewässer müssen wir rudern. Die Sachsen wissen, dass wir hier sind, Dan. Segel! Mit Griesfeld und ihren Gebeten würde ich wetten. Und geht der Feld eh alleine hin? Speichern aber mal. Ja, wir können nicht speichern. Alter. Alter, was ist denn los? Ich lass dich ausbluten. Na, richtig, du Penner. Material. Ja, wenn es mehr gibt, nehmen wir es mit. 20 Stück, okay. Thank you.
Wer hat er? Silber. Gibt's hier keine Tür oder was? Randale! Reichtum erworben. Okay, ich muss die wiederbeleben, heftig. Hier wäre aber schon noch was. Trommel, das ist wahrscheinlich Plunder wieder. Name. May. Ich heiße Eivor. Hat dieser Baum eine besondere Bedeutung? Es geht um die Blätter. Mein Vater sagte, er würde zurückkehren, bevor sie alle zu Boden fallen. Und nun ist nur noch eins übrig. Und er ist noch nicht zurück. 6 Wochen sind vergangen. Okay. 6 Wochen, seitdem er in Lincolner Arbeit suchen ging. Wäre er nur noch ein paar Monate geblieben. Er sagte, die Ernte wird schlecht. Aber wir hätten es versuchen können. Dein Vater scheint ein ehrlicher Mann zu sein. Er ging Arbeit suchen, um für dich zu sorgen. Er würde alles tun, um nach Hause zu kommen. Und das ist Grund genug zu hoffen. Doch bringt es nichts, sich wie du zu sorgen. Was sollte ich sonst tun? Leb weiter, als würde er morgen zurückkehren. Ganz gleich, was mit diesem Blatt geschieht. Ja. Ja, das werde ich tun. Mein Vater würde das auch wollen. Danke, Eivor. Vielleicht warte ich nur noch ein bisschen. Bis die Ziegen meckern, oder? Ja, einfach ein bisschen länger. Ah!
Setze dein Leben fort, May. Es wird alles gut werden. Okay. Mays Tagebuch. 6 Wochen sind vergangen und Vater ist immer noch nicht aus Lincoln zurückgekehrt. Ehe unser Baum das letzte Laubblatt verliert, sagte er, ihr seid zurück. Aber jeden Tag blicke ich nach draußen, es liegt immer mehr Laub auf dem Boden, die Bäume tragen kaum noch Blätter. Manchmal sehe ich tagelang nicht nach, aus Angst, der Baum vor unserem Haus könnte schon kahl sein. Aber dann wiederum habe ich zu viel Hoffnung, ihn über den Fehler herbeireiten zu sehen. Oh Vater, wo bist du? Okay. Schauen wir auf die Karte. Kann man mehrere Raubzüge ausführen. Dann geh mal dahin. Gesicht verdecken. Und jetzt bloß noch den Punkt hier oben. Wort entdeckt. Kill this big. Was ist das? Hä? Irgendwas mit dem Animus bestimmt, oder? Anomalie untersuchen. Bex, siehst du das auch? Ja, komisch. Irgendeine Art Anomalie. Der Rest deiner Simulation ist eingefroren. Ich sehe ein freies Datenpaket in der Nähe. Mal sehen, ob ich da rankomme. Okay, aber mach langsam. Wir wissen ja nicht, was es ist. Huh?
Okay. Okay. Ja, okay. Ja, da muss man erst wird drauf kommen. Wach auf, Liebster, wach auf. Soldaten stehen vor der Tür. Sie wollen dich holen. Und. Sollen sie mich holen? Ich fürchte mich nicht. Dann werde ich meinem Zorn vor Gericht Luft machen. Sie töten dich, bevor sie dich reden lassen. Ich wende mich an den Rat. Sie müssen erfahren, was der Wütende getan hat. Sie sind hier. Dafür bleibt keine Zeit. Okay. Kommen wir hier nicht mehr raus? Ach du Scheiße.
Okay. Gar nicht so einfach. So, jetzt können wir den anderen normalerweise wieder zurück drehen. Ist eigentlich funktionobeln. Ich nähere mich jetzt dem Datenpaket. Ich sehe es. Es ist verschlüsselt, aber das kriege ich schon hin. Hab die Daten. Hier kommen sie. Heftig. Das ist kein Bug, okay. Das ist ein Future Trophäe erhalten. Okay, wir wollen einmal da oben rauf, bitte. Na, hier gibt es auch schneebedeckte Regionen. Entdeckt. Warte er denn? Geh hier hoch. Hallo? Mal so machen. Vermerk eines Wegelagerers. Letzte Woche noch wurde hier gelacht und gesungen. Man roch das Feuer und das Schwein, das darüber briet. Nur wenige Tage später höre ich nur noch Kaninchen umherstreifen und Rabenkrähen, die nach Essen suchen. Man sieht nichts als verbrannte Überreste und rauschende Glutnester. Das Heer der Söhne Ragnars ist weitergezogen, okay? Viele würden hierhin das sehen, was es ist, nämlich eine Siedlung, die dem Verfall überlassen wurde. Doch für einen Schmied ist diese Verwüstung eine wahre Schatzgrube. Ich werde die Werkzeuge und Waffen sammeln, die zurückgelassen wurden, und sie zu Vater bringen. Was gut aussieht, verkaufen wir, alles andere schmetzen wir ein. Ich hasse die Dänen für das, was sie sich nehmen, aber ich liebe sie für das, was sie zurücklassen. Okay. Opal. Na, wundert ihr das nicht? So. Silber.
Okay. Gar nicht so viel aufgedeckt. Aber hier haben wir eh mal mit ihr jetzt mal ein bisschen was zu tun, wenn ich mir das so anschaue. Oh, leck. Hier gibt es richtig viel zu tun. Okay, ich würde sagen, wir gehen noch zurück und errichten die Schmiede noch. Ich glaube, die Schätze sind eigentlich nichts anderes wie Fragezeichen. Sorry, Leute. So. Schon zurück. Mit gut. Wir bauen. Diese Schmiede ist größer und heißer als meine alte bei uns in Formberg. Komm mich jederzeit besuchen. Bei mir findest du die besten Waffen und Rüstungen. Ich komme, Gunnar. Ganz sicher. Eine Freude, dich wiederzusehen, Eivor. Die Siedlung aufbauen. Errichte Gebäude in Hefnartop, um Zugang zu Diensten, Siedlern, Quests und mehr zu erhalten. Gehe dafür mit genügend Vorräten und Rohmaterial zu einem Schild. Wenn deine Siedlung wächst, steigt auch ihre Bekanntheit und du schaltest weitere Bauvorhaben frei. Rufe den Raben mit der Steuerkreuz nach oben, um alle verfügbaren oder möglichen Dienste zu sehen. Okay, könnte man das jetzt hier nochmal erweitern? Ah, hier. Verzierung. Zielscheibe, Steinbrunnen. Okay. Cool, können wir unsere eigene Siedlung bauen. Was kannst du mir heute anbieten? Nicht. Das kann ich dir besorgen, klar. Den Raubtierbogen. Oh, neuer Ruhmplatz, Rabensklan Hose. Okay, dafür brauchen wir aber was anderes. Kosten 3, ich weiß gar nicht, was das für Zeug ist. Kupfernickelbahn. Ach so. Umso höher das praktisch ist, umso besser kann das verbessern. Ah, das ist. Sonst kann ich nichts für dich tun. Wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Treffen. Okay, Leute, ich würde sagen, an der Stelle machen wir dann auch Schluss. In der nächsten Folge können wir ja dann hier ein bisschen auf Raubzug gehen. Hier ist noch ein Raubzug, hier wäre auch ein. Den werden wir, glaube ich, als nächstes machen. Volle Stärke 160. Was? Dann wird eher das was. Warum ist der so stark hier? Okay. Das geht ja alles noch. Okay, dann gehen wir eher in die Richtung, würde ich sagen. Eieiei, hier ist ein Haufen zu tun. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Bis dahin noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.